Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr euren Duo-Mate bzw. Trio-Mate für die ganzen nächsten Tournaments finden könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr gerne ein Abo da. Außerdem schaut gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt euch auch gerne im Item-Shop mein Creator-Code Dalecraft ein. Würde mich natürlich ebenso freuen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns als erstes direkt einmal an, wo man überhaupt nach Mate suchen kann. Und da gibt es erstmal zwei unterschiedliche bzw. fast drei unterschiedliche Methoden. Als erstes, und ich glaube, es ist die klassische Methode, auf Discord-Servern ganz einfach, und ansonsten kann man noch in YouTube-Kommentaren oder auf Twitter, aber da halt nur, wenn man eine wirklich große Community bereits schon hat, dann kann man auch da suchen. Aber im Prinzip ist eigentlich Discord die einzige Möglichkeit, wo die meisten suchen können, weil man in YouTube-Kommentaren meistens nicht wirklich schnell und vor allem auch nicht wirklich gute Mitspieler findet. Deshalb bietet sich ganz einfach eben halt Discord am meisten dafür. Ich werde euch meine Reihe von Discord-Servern, die ihr dafür benutzen könnt, in die Beschreibung packen, und generell könnt ihr eigentlich wirklich jeden Fortnite Discord Server benutzen. Meistens Scrim Discord Server sind sehr, sehr gut dafür. Ansonsten von YouTubern die Discord Server sind zum Beispiel auch immer sehr, sehr gut. Beispielsweise habe ich auf Marin Customs, Cartel Customs, Elite Customs und so weiter auf den ganzen Custom Discord Servern gesucht, und da findet man auf jeden Fall gerade hier bei Elite Customs sehr, sehr schnell Mitspieler. Dafür sollte man sich am besten so eine Art Bewerbung vorbereiten, und die kann man entweder irgendwo im Editor oder hier bei den Notizen einfach aufschreiben, damit man den nicht jeden jedes Mal einzeln dann wieder reinschreiben muss, damit man eben halt wirklich eine sehr, sehr gute Description hat. Und umso besser hier die ganze Beschreibung auch von einem ist, desto bessere Mitspieler kann man natürlich finden, weil wenn man da reinschreibt oder relativ wenig reinschreibt, dann wissen die Mitspieler bzw. die anderen Leute, die irgendwo im Discord dann rumchillen, wissen natürlich nicht, wie gut man ist und auch was man überhaupt sucht. Und deshalb sollte man seine Bewerbung auch immer ziemlich gut strukturieren. Als erstes beginnt man eigentlich immer damit, einmal zu schreiben, was man überhaupt sucht. Man kann beispielsweise gleichzeitig nach einem Duo und einem Trio suchen, und man kann eben halt aber auch nur nach einem Duo suchen. Und wenn man nach einem Trio sucht, dann sollte man auch noch darauf aufpassen, ob man als Duo nach einem Trio sucht oder als ein Solo nach einem eingespielten Duo oder als ein Solo nach zwei einzelnen Solos sucht. Das sollte man immer da hinzuschreiben, damit man eben halt wirklich das richtige Trio findet und dann nicht am Ende einfach ein Duo, ein Anschalter, wo man selbst schon ein Duo hat und dann eben halt nur ein dritten sucht zum Filmen vom Trio. Dann sollte man als nächstes immer einmal etwas über sich schreiben und einmal etwas über den Mate. Das über den Mate ist im Prinzip einfach genau das gleiche, was man über sich geschrieben hat, nur eben halt, was der Mate haben soll. Und meistens sollte man da so etwas wie Alter reinpacken, dann natürlich die Plattform, worauf man spielt, das heißt PC oder Konsole, dann natürlich auch, auf wie viel FPS man spielt, beziehungsweise auf Konsole ist es irrelevant, da hat man ja sowieso nur eine Option, auf wie viel FPS man spielen kann. Insbesondere auch so etwas wie Endgame-FPS sollte man da auf jeden Fall reinschreiben. Ansonsten auch noch etwas, wie viel man spielt, natürlich welche Input-Methode man benutzt, also ob man Maus und Keyboard oder Controller-Spieler ist. PR ist natürlich das Allerwichtigste beim Ganzen. Wenn ihr wenig PR habt, dann wird es sehr, sehr schwierig, gute Mates zu finden, und ihr könnt auch nicht damit kommen, dass ihr nach irgendeinem Mate sucht, oder solltet auf jeden Fall nicht reinschreiben, dass euch PR nicht juckt, wenn ihr deshalb irgendwie wenig PR habt. Oder nehmt am besten einfach keine Ausrede für PR, weil PR einfach das ist, wo man am ehesten sehen kann, wie gut der andere Mitspieler ist. Natürlich sagt es immer nicht alles aus, aber wie gesagt, es gibt einen Anhaltspunkt, und ansonsten hat man eben kaum Anhaltspunkte, und deshalb solltet ihr das da auf jeden Fall reinschreiben. Und dabei solltet ihr immer dann auch darauf achten, ob das eure PC-PR sind oder eure Console-PR sind. Natürlich ansonsten solltet ihr auch generell erstmal eure Region da reinschreiben, dann so generelle Mechanics und so weiter. Einfach alles reinschreiben, was euch einfällt, und dann, was auch immer relativ wichtig ist, weil sich natürlich nicht ihr das Ganze hier mal durchliest, ist das ja am Ende noch mit so etwas schreibt wie DM with Tracker, damit derjenige direkt den Tracker-Link schickt, und dann auch PC-only schreiben, nicht dass am Ende euch irgendein Console-Player anschreibt, und dann könnte ich hier auch noch so ein paar weitere Sachen einschreiben, aber wichtig ist, dass es kurz hält, damit nicht am Ende irgendjemand das hier dann auch noch überliest. Wenn er zum Beispiel das dann eher so anordnet wie der hier, wo er alles in so einem mehr oder weniger Fließtext schreibt, dann kann man da eben halt das gar nicht so leicht rauslesen, wo irgendwo PR steht, und deshalb empfiehlt sich diese Strategie nicht so, sondern man sollte eben halt eher sortieren, entweder mit so Strichen vorher oder wie ich es halt gemacht habe. Ihr müsst dabei aufpassen, dass ihr nicht zu lang den Text schreibt, weil es manche Discords gibt, wo das immer nicht gilt. Beispielsweise Cartel Customs, da darf man nicht so viele Emotes spammen, das heißt, ihr dürft nicht so viele Flaggen und alles benutzen, sonst werdet ihr eben halt die Nachricht nicht posten können. Auf anderen Discords habt ihr dann beispielsweise eine Begrenzung von Wörtern, die ihr in dem Text da benutzen könnt. Das heißt, ihr solltet euch wirklich versuchen, nicht allzu lange zu fassen oder
oder der Text darf immer nicht so lange sein, das heißt mit so vielen Absätzen immer. Achtet einfach darauf, dass es immer nicht zu lang wird. Orientiert euch am besten einfach an den ganzen anderen Nachrichten, die ihr hier so in den Discord seht. Und dann schickt ihr einfach hier in den unterschiedlichsten Discords überall diese Bewerbung rein. Und nebenbei solltet ihr natürlich neben dem, dass ihr natürlich eine Bewerbung reingeschickt habt, auch selbst danach suchen. Das heißt, scrollt hier ein bisschen durch den Feed. Ihr könnt auch mehrere Stunden noch zurückscrollen. Meistens haben die Leute nämlich dann auch kein Duo gefunden oder Trio gefunden. Und da kann man auf jeden Fall immer noch Leute finden. Also denkt nicht, dass nach einer Minute alle schon vergeben sind und ihr ansonsten immer kein Mate mehr findet. Sondern scrollt ja eben halt ruhig durch und irgendwann werdet ihr da auf jeden Fall einen ganz guten Mate finden. Und wenn ihr den dann anschreibt, solltet ihr auf jeden Fall dabei darauf achten, dass ihr wirklich alle Anforderungen erfüllt, weil es ansonsten echt nervig ist, wenn ihr am Ende ein PR habt, der nach 100 PR fordert und ihr den dann anschreibt. Das weiß ich einfach Zeit und ist absolut unnötig und deshalb lasst es einfach, sonst schreibt einfach nur Leute an, die dann auch die Anforderungen erfüllen. Und wenn jemand euch anschreibt, der dann jemand wiederum eure Anforderungen nicht erfüllt, nimmt den erst gar nicht an. Es sei denn, es ist so etwas wie wenn jemand beispielsweise wenig PR hat, 50 PR, weil er seit einem Monat auf PC spielt und vorher halt komplett cracked auf Konsole war. Das so, wo man noch ein Auge zudrücken könnte. Aber wenn es schon mit irgendwelchen Ausreden kommt, warum er wenig PR hat oder falls er irgendwie sagt, dass er auf einem Band-Account mehr PR hatte, dann glaubt es dem einfach nicht und geht immer von dem, was ihr überprüfen, aus, dass er so gut ist. Das heißt, wenn er einen Account hat, wo er 100 PR hat, dann geht er davon aus, dass sein einziger Account ist, wo er jemals PR geholt hat und geht nicht davon aus, dass er recht damit hat, dass immer ein anderer Account von ihm gebannt wurde, wo er irgendwie 800 PR oder so drauf hatte. Was ich euch auch empfehlen würde, dass ihr erstmal den ganzen Fortnite-Tracker von demjenigen durchschaut. Dafür empfiehlt sich zum Beispiel hier, wenn ihr auf dem Overview seid, auf die Season 5 zu gehen und dann zu schauen, wie viel Zeit derjenige gespielt hat. Das ist eine relativ gute Aussage immer darüber, wie viel der grindet. Denn wenn er natürlich sagt, er zockt 6 Stunden und hat am Ende hier nur einen Tag oder so stehen, dann weiß man ganz eindeutig, dass er nicht 6 Stunden zockt. Und das hier sagt immer wirklich so ziemlich alles darüber aus, wie viel jemand grindet. Orientiert euch da an euren eigenen Werten und dann könnt ihr das damit so ganz gut abgleichen. Ansonsten natürlich auch so etwas wie Winrate, wie viele Matches der gespielt hat, wie viele Kills er gemacht hat, was eine KD er hat und so weiter. Das kann man auf jeden Fall überprüfen. Dann auch noch in den Events solltet ihr auch auf jeden Fall schauen, am besten natürlich hier im Table-Mode, solltet ihr schauen, ob er nur in Trio-Tournaments irgendwelche PR geholt hat oder ob er auch in Solo gut ist, weil wenn er nämlich nur in Trio-Tournaments gut war, dann kann es sein, dass er da einfach durchgecarried wurde. Und schaut auch, in welchen Tournaments er generell die PR geholt hatte. Denn wenn es zum Beispiel so etwas ist wie Only Daily Cups oder so, da hat man halt relativ leicht PR geholt und das ist halt nicht so wirklich geearnt, die PR, sondern es ist halt mehr so, man hat die mehr oder minder free bekommen. Aber wenn er jetzt zum Beispiel in Frosty Frenzy gut PR gemacht hat oder in den letzten DreamHacks überall PR gemacht hat, das ist dann auf jeden Fall schon besser und da kann man denen dann auch vertrauen, dass er da definitiv in letzter Zeit gut war. Generell solltet ihr bei den PR auch immer so auf die letzten Tournaments achten, wenn er irgendwann, wie gesagt, hier früher sehr, sehr viele PR geholt hat, mittlerweile fast gar keine PR mehr holt, hier immer nur so ein PR oder so steht, dann ist es auf jeden Fall nicht so gut und darauf sollte man eben halt auch nochmal achten. Und wenn er dann meint, dass er auf jeden Fall auf eurem Level sein könnte, natürlich wie gesagt mit Abgleichen zu eurem eigenen Tracker geht es immer sehr, sehr gut, dann könnt ihr eben halt auf jeden Fall mit dem tryen und dann würde ich eigentlich immer damit beginnen, vielleicht ein paar One-Ones gegen ihn zu machen, dann seht ihr auf jeden Fall, auf welchem ungefähren Skill-Level ihr seid. Wenn es dann nach 2 One-Ones irgendwie so 12 zu 8 steht, dann geht das auf jeden Fall noch, wenn es dann aber am Ende irgendwie 5 zu 15 steht, nach 2x 10 Runden One-Ones, dann weiß man eben halt auf jeden Fall, dass er relativ schlecht in Fighten ist und dann muss man nicht unbedingt nochmal ausprobieren, ob der in Arena dann unbedingt besser ist, weil es normalerweise nämlich nicht so ist, dass man dann unbedingt besser in Arena ist. Aber falls ihr schon einen gewissen Unterschied habt, der aber noch nicht zu groß ist, dann tryt auf jeden Fall Arena, weil es eben halt einige gibt, die in Arena super gut W-Keyen können und so und die da wirklich sehr, sehr gut drin sind, aber dafür in Creative halt nicht so gut sind. Das heißt, das solltet ihr auf jeden Fall auch tryen. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Schreibt mir wie immer gerne Feedback in die Kommentare und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video oder nachher im Stream wieder. Bis dahin, ciao.